Hallo Servus bei Monaco Deluxe, schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin im neuen Empfingen Hotel bei München, Spa, Wellness, Conference. Richtig geiles Haus, aber mehr dazu in diesem Video. Ja, hier in meiner Roomtour seht ihr schon das große, geräumige Zimmer mit wunderbarer, heller Fensterfront. Das macht natürlich schön, morgens aus diesem Bett aufzuwachen. Und von dem großen Zimmer aus seht ihr auch direkt die Verbindung zum Badezimmer mit einer offenen Glasscheibe und mit einer Badewanne, zwei Waschbecken. Und was ich unheimlich toll finde, ist diese riesengroße Dusche. Das ist natürlich sehr, sehr stylisch und geradeaus durch noch ein kleines Ankleidezimmer. Besonders gefällt mir natürlich auch die kleinen Details, wie viele Steckdosen, aber auch, dass eben die Verbindungsscheibe zum Badezimmer abgedichtet werden kann. Das ist toll. Aber jetzt erstmal geht's ums Essen. Riesengroßes Frühstücksbuffet, Eierstation, frische Eier natürlich, wie man es gerne hätte, und ganz viel Säfte und auch tolle warme Sachen gibt es da. Und wer nach dem Frühstücken etwas abtrainieren möchte, kann das natürlich auch im Fitnessraum. Richtig hochwertige, neue Geräte. Es ist für jeden was dabei. Also wirklich, es ist wie ein richtiges Fitnessstudio. Und natürlich gibt es auch einen extra Cardio-Bereich, der immer ein bisschen lauter ist. Die sind ein bisschen abgetrennt. Und was ich auch sagen kann, der war schön kühl. So macht Trainieren richtig Spaß. Und wer sich hier ein bisschen abgeworkt hat, kann jetzt natürlich auch in den Spa gehen, in den riesengroßen Pool. Sehr, sehr schön auch die verschiedenen Massagedüsen oder auch die Whirl-Liegen, die hier im Pool rechts sind. Und natürlich nach dem Schwimmen noch ein bisschen ausruhen, was lesen, kann man hier wunderbar in einem der Ruheoasen. Im Spa dann geht es weiter natürlich auch in den Saunabereich, in den textilfreien Bereich. Dort haben wir einmal eine Sauna mit 60 Grad, die ist richtig schön groß. Also auch was für mehrere Leute da sind. Natürlich eine heißere Sauna noch mit den 90 Grad. Es gibt aber auch einfach nur was zum Entspannen, wie diese Infrarotsauna. Richtig schön gemütlich sieht es hier aus. Und man kann natürlich auch noch ins Dampfbad gehen. Das finde ich richtig stylisch. Mal was ganz anderes in diesem Rot-Orange finde ich richtig cool. Ja, hier sind wir auch schon im zweiten Bereich zum Entspannen mit einem Außenbereich. Und natürlich gibt es auch eine Bar im Erdgeschoss. Was ich sehr, sehr cool finde, sind die verschiedenen Ebenen, die verschiedenen Nischen. Die eignen sich natürlich perfekt auch für Dates, Bewerbungsgespräche, aber auch für Business-Meetings. Sehr, sehr schön. Ebenso auch die Außenterrasse, richtig groß, also auch was für Gruppenreservierungen. Das war schon toll. Und besonders lecker war es natürlich im Restaurant, das auch sehr, sehr schön eingerichtet ist. Leute, wenn ihr dort seid, ihr müsst definitiv das Tartar probieren. Es war das beste Tartar, was ich je gegessen habe. Der Hammer. So, wieder ein Aufenthalt geht zu Ende hier im Infinity Munich Hotel. Es ist schon eine sehr, sehr gelungene Kombination aus Wellness und Conference. Also es ist ein wunderbares Haus hier bei München. Ja, ich sage jetzt mal 30 Minuten mit dem Auto sollte man vielleicht einplanen. Aber es ist natürlich auch super für die Münchner, die einfach mal so ein Tages-Spa hier nutzen wollen. Der Spa ist sehr groß, man kann wirklich schöne lange verweilen. Die große Liegelandschaft lädt ein zu bleiben und anschließend natürlich auch noch leckeres Essen hier im à la carte Restaurant. Also auch für die Konferenzgäste ist viel geboten, aber mehr dazu einfach mal unten im Link in der Infobox draufklicken, denn da erfahrt ihr alles andere, solltet ihr mal eine Konferenz oder auch mal eine Veranstaltung hier planen wollen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video für euch, was euch gefallen könnte. Also einfach mal reinklicken und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.